So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute nämlich mal Chips testen, ne? Nicht den gleichen Mist wie sonst immer. Wir haben heute ganz besondere Markenchips. Ich glaube, das wird wieder der komplette Reinfall. Letztens auch erst wieder Robs-Chips getestet. Adi Schatz, alles Gute. Die Leute schwärmen von Robs Chips. Ich konnte dem Ganzen gar nicht so richtig was abgewinnen. Weder den normalen Sorten, außer dass die halt mega groß waren, noch den Special Editions Barbecue oder was das ist. Habe ich, glaube ich, noch nicht davon probiert. Nur die normalen und halt das Angry Apple. Aber jetzt habe ich was gesehen im Rewe Zentner. Da gab es nämlich Katzengras. Friss. Los, Adi! Der Adi, der weiß wenigstens, was gesund ist. Der frisst sein Katzengras. Guck dir das doch mal an, wie er das hier einfach verdrückt. Nein, aber im Rewe-Sender habe ich was gesehen. Lukas Podolski Chips. Also Lukas Podolski, ne? Der hat sich gedacht, ja, der Snack der Straße. Junge, da siehst du gar nicht, dass das was mit Lukas Podolski zu tun hat. Weil hier steht einfach: der Snack der Straße. Kokgüssel Fingerfood von Mangaldöner mit Lukas Podolski. Also Mangaldöner in Kooperation mit Lukas Podolski irgendwie haben eine Tüte Chips entworfen. Und es gibt, glaube ich, davon auch zwei Sorten. Und zwar gibt es die hier Original Mangaldöner Flavor. Und dann müsste es noch Original Tzatziki Flavor geben. Habe ich erst zu spät gesehen, dass das zwei verschiedene waren. Wir haben jetzt hier nur Original Mangal-Döner. Geschmack sieht an sich eigentlich ganz gut aus. Hinten habt ihr nochmal auf der Tüte, steht hier nochmal schön Original Mangal-Döner Flavor. Hier ist noch ein Bild, sieht aus wie ein Kronkorken vom Mangal-Dönermann mit Lukas Podolski. Und hier ist auch nochmal Lukas Podolski am Rand, dass ihr den richtig seht, der seinen Döner nämlich immer bei Mangal verspeist. Hier steht: wir wollen nichts anders machen, nur besser. Dieser Snack kombiniert den Original Mangal-Döner-Flavor mit krossen Kartoffelchips, intensives Aroma, starker Crunch. Die einzigartige Würzmischung und ein perfektes Frittierverhalten machen dieses Fingerfood zu einem Erlebnis. Kokgüsel, hä? Chakgüsel? Das klingt wie Französisch. Auf jeden Fall hat der Kokmann 20.01., ja, der muss weg. Machen wir jetzt einfach mal auf. Ich habe einen Tipp bekommen, und zwar: man soll Chipstüten nie oben aufmachen, immer unten aufmachen, weil unten ist ja die ganze Würze drin. Wenn ich die den ganzen Tag so bei mir im Schrank stehen habe, ist es aber sicherlich andersrum. Wir wollen die jetzt wirklich trotzdem mal unten aufmachen. Wir wollen mal hören, ob das dann irgendwie was ändert, ob das dann besser ist. Adi ist auch am Start, Adi. Willst du mal reingreifen, nicht? Versteckst dich da so? Ist das zu würzig oder was? Was ist denn? Hängt da wie so eine Traube. Adi, was ist denn jetzt hier? Entweder ja oder nein. Suchst du aus? Ja? Nein? Adi weiß nicht so recht. Adi ist ja eigentlich gerade auf Diät, ne? Komm, einer geht schon. Ja, nicht mit die Kackepfötchen. Jetzt nimm noch einen raus, oder nicht? Da ist einer. Nö, also ich zwinge ihn ja nicht dazu. Der ist sonst immer so gierig. Das ist sogar besser, wenn er das nicht macht und überlässt das uns. Die sind hier irgendwie ziemlich braun. Die sehen schalig aus, aber da ist, glaube ich, Schale auch außen mit drumherum um die Chips. Wir stecken jetzt einfach mal einen rein. Ja, schmeckt irgendwie sehr pappig, wieder mal. Da ist eine würzige Note drauf. Auf jeden Fall orientalisch. Irgendwie auch gerade mega salzig gewesen. Ich glaube, ich hätte doch es oben aufmachen sollen und nicht unten.
wo sich einfach das ganze Salz abgelagert hat. Alles, was nach Salz schmeckt, ist ja sowieso beste, ja, fragen ist wo. Aber an Döner, nach einem Döner würde mich das jetzt, weiß ich nicht, so richtig Döner-Geschmack habe ich nicht, aber ich weiß ja auch nicht, wie der Mangal-Döner schmeckt. Wenn der so schmeckt und es schmeckt so danach, dann okay. Kennt ihr Mangal-Döner? Kennt ihr Lukas Podolski? Schreibt's mal rein. Ansonsten essen kann man das schon. Ist auch super gemacht. Dass in so einer teuren Tüte so wenig drin ist, da isst man wenigstens nicht zu viel. Preis-Leistungs-Verhältnis on top. Ja, mir ist das irgendwie sogar schon ein bisschen zu aufdringlich im Nachhinein, weil es eben sehr salzig ist gerade einfach. Ansonsten bleibe ich, glaube ich, lieber bei meinem Thai Sweet Chili. Die finde ich sehr gut von vorne bis hinten vom Geschmack. Hier kann man mal probieren, aber nochmal würde ich die jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Hier guckt ihr euch an, die hat übelst den Schönheitsfleck dran. Aber auch die wird weggesnackt. Und weil heute großer Probetag ist, habe ich sogar noch zwei Tüten 4Bro Brochi Balls mit Sweet Corn und Pizzageschmack. Aber die werde ich in einer extra Folge aufmachen. Aber die stehen auch schon länger hier rum. Deswegen, das war es ja vom Mangal Döner Geschmack. Chips, ich glaube, Tzatziki muss ich da nicht unbedingt noch testen davon. Döner klingt immer gut, aber ich habe bisher noch nie Chips gehabt, die nach Döner geschmeckt haben und wirklich gut waren. Das ist halt meistens irgendwie alles künstlich. Also wenn ich einen Döner essen will, esse ich einen Döner. Wenn ich Chips essen will, esse ich Chips. Meine Meinung. Schreibt mal rein, kennt ihr Mangal-Döner, kennt ihr Lukas Podolski? Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.